Blutige Terroranschläge erschüttern Italien vom Ende der 60er bis in die 80er Jahre. Diese Bombe auf eine Großbank tötet 16 Menschen. 88 werden verletzt. Die Täter, italienische Neofaschisten. Wenige Jahre später sterben drei Polizisten durch eine Autobombe. Auch hier Neofaschisten. August 1980, der Höhepunkt der Anschlagsserie. Eine Bombe explodiert mit ungeheurer Gewalt im Wartesaal des Bahnhofs. Ein ganzer Flügel des Gebäudes fällt in sich zusammen. 85 Menschen sterben in den Trümmern. Nirgends im Nachkriegseuropa hat es bis dahin mehr Tote bei einem Anschlag gegeben. Im September des gleichen Jahres gibt es beim Münchner Oktoberfest 13 Bombenopfer. Mit über 200 Verletzten der schwerste Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Was haben diese Anschläge gemeinsam? In welchem möglichen Zusammenhang stehen sie? In allen Fällen werden zuerst linke Gruppierungen beschuldigt. Die Roten Brigaden in Italien oder die Westdeutsche Rote Armee-Fraktion. Die Täter aber kamen aus dem Umfeld rechtsradikaler Gruppen und sie haben militärischen Sprengstoff eingesetzt. Diese europaweiten Blutspuren führen immer wieder zu einer paramilitärischen Geheimstruktur in Westeuropa, ursprünglich koordiniert von der NATO und den nationalen Geheimdiensten. Ohne parlamentarische Kontrolle. Ihr Name: Stay Behind oder Gladio. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Freude über den Sieg über Hitlers Drittes Reich ist unbeschreiblich. Weltweit gehen die Menschen auf die Straße. Präsident Truman wendet sich im Rundfunk an die amerikanische Nation. With the destructive force of war removed from the world, we can turn now to the grave task of preserving a peace. It is one in which we must collaborate with our allies and the other nations of the world. Doch die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen alliierten Sowjetunion dauert nur ein paar Monate. Bald öffnet sich eine neue Front der Weltpolitik. Nach der braunen Gefahr ist es die Angst vor dem Kommunismus, die die amerikanische Regierung umtreibt. Die Angst vor einer kommunistischen Weltrevolution. Im Weißen Haus wird deswegen 1947 der sogenannte National Security Council gegründet, der Nationale Sicherheitsrat. Ein Treffen von Ministern und Beratern des Präsidenten. Zentrales Thema: die Sicherheit der freien Welt und die militärische Überlegenheit der Sowjetunion. Ein Jahr später verabschiedet dieser Sicherheitsrat ein Millionenprogramm. In ganz Westeuropa sollen geheime paramilitärische Verbände aufgebaut werden. Unter dem Namen Stay Behind, später auch Gladio, sollen sie im Untergrund operieren. The American University in Washington, D.C. Hier lehrt Christopher Simpson. Der Geschichtsprofessor hat in zahlreichen Publikationen die geheime Außenpolitik der USA nach 1945 aufgearbeitet. 1948 war eine prägende Zeit. Die wichtigsten Leitlinien für die Arbeit der Geheimdienste wurden damals genehmigt. Die Richtlinien für psychologische Kriegsführung und Propaganda. Damals wurden die Grundlagen für die ganzen Spionagetätigkeiten gelegt. And behind their curtain they massed their strength. We don't know when they're going to move or if they're going to move west. But whenever and if ever, we've got to be ready. Für den Fall eines sowjetischen Angriffs installieren die USA in Westeuropa geheime paramilitärische Einheiten, um hinter den Linien dem Gegner zu schaden. Zunächst ohne das Wissen der nationalen Regierungen. Auch in Westdeutschland ahnt man zunächst nichts vom Aufbau einer solchen Geheimarmee.
Von den USA gefördert und finanziell unterstützt, soll hier eine Demokratie aufgebaut werden, als Bollwerk gegen den Kommunismus. Was die Sowjets wirklich vorhaben, ist unbekannt. Denn die USA besitzen damals keinerlei Geheimdienstinformationen über die Sowjetunion. In dieser Situation arbeiten die Amerikaner bereits eng mit einem deutschen Offizier zusammen, der sich als Informant für ihren Geheimdienst angedient hatte. Im Mai 1945 war er mit brisantem Material in die USA ausgeflogen worden. Sein Name: Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen, ein strammer Nazi- und Kommunistenjäger des Wehrmacht-Nachrichtendienstes Fremde Heere Ost, ein Spezialist. Kaum ein anderer hatte so reibungslos die Seiten gewechselt wie er, denn von Gehlen versprachen sich die Amerikaner Informationen, die sie selbst nicht hatten. Informationen über militärisches Potenzial der Sowjetunion, über Wirtschaft und Infrastruktur. Dass sich der US-Geheimdienst für Gehlen interessierte, lag vor allem an den Informationen, die Gehlen über die Ostfront, die Sowjetunion und die russischen Satellitenstaaten gesammelt hatte. Und an seinen Informationen über das Netzwerk von verdeckten Ermittlern und Geheimdienstquellen, die er behauptete zu haben. Erich Schmidt-Ehnbohm, Leiter des Forschungsinstituts für Friedenspolitik in Weilheim. Seine Arbeiten über die Geschichte und Verstrickungen deutscher Geheimdienste haben immer wieder für Aufsehen gesorgt. Gehlen hatte zum einen viel nachrichtendienstliches Basismaterial aus Fremde Heere Ost und damit Informationen über die sowjetischen Streitkräfte, die den Amerikanern völlig abgingen, weil sie ihren eigenen Kriegsverbündeten zwischen 1939 und 1945 nicht ausgeforscht haben. Zum Zweiten hat er es verstanden, eine Vielzahl ehemaliger Offiziere, zunächst aus dem Bereich Fremde Heere Ost, dann aber auch aus allen NS-Nachrichtendiensten an sich zu binden und ein gutes Netz von nachrichtendienstlichen Operateuren in der Bundesrepublik Deutschland und in der SPZ aufzubauen. Im Sommer 1946 wird Reinhard Gehlen auf Befehl der Amerikaner zurück nach Deutschland geschickt. Jetzt soll er einen deutschen Nachrichtendienst zur Ostaufklärung aufbauen, finanziert von den USA. Und Gehlen ist am Aufbau der geheimen Stay Behind bzw. Gladio-Strukturen maßgeblich beteiligt. Und das Ziel bestand zunächst darin, an 75 wichtigen Verkehrsknotenpunkten und Flughäfen kleine Agentengruppen zu etablieren, die mehrere Aufgaben haben sollten. Zum einen war ihre Aufgabe Meldung militärischer Verkehre, sobald die sowjetischen Truppen sie überrollt haben. Die zweite Aufgabe lag im Ausschleusen wichtiger Persönlichkeiten nach Westen. Und die dritte Aufgabe in der Durchführung von Sabotageakten, insbesondere an Eisenbahnlinien und Brücken, um die Truppenbewegungen der Sowjets zu stören. Das ehemalige EG Farbenhaus in Frankfurt, von den Amerikanern bis in die 80er Jahre als Hauptquartier benutzt. Von hier aus baut der US-Geheimdienst die geplanten paramilitärischen Geheimstrukturen in Westdeutschland auf, unter Einbeziehung der Organisation Gehlen. Reinhard Gehlen höchstpersönlich leitet die Rekrutierung der Agenten für die sogenannten Stay-Behind-Kommandos. Vor allem in den Kriegsgefangenen- und Internierungslagern wird verstärkt nach verlässlichen Deutschen gesucht, die für die US-Armee Hilfsdienste leisten sollen. Wichtigste Voraussetzung: ein ausgeprägter Antikommunismus. Verlässliche Deutsche. Das sind zum Beispiel Veteranen der Wehrmacht und der Waffen-SS. Auch für Kriegsverbrecher eine gute Chance, jetzt ihrer Bestrafung zu entgehen. Die Leute, die Kriegsverbrechen begangen hatten, wurden umdefiniert. Von ehemaligen Nazi-Kollaborateuren zu antikommunistischen Freiheitskämpfern. Per Verwaltungsakt.
Es waren die gleichen Personen und manchmal hat man nicht einmal ihre Adresse geändert. Man wusste genau, wer diese Leute waren. Aber weil sich die politische Situation geändert hatte, wurden aus diesen gefährlichen Kriminellen nützliche Partner. Pullach bei München. In der ehemaligen Rudolf-Hess-Reichssiedlung wird ein Hauptquartier eingerichtet. Im Juli 1949 übernimmt die CIA die Organisation Gehlen, den Vorläufer des heutigen Bundesnachrichtendienstes BND. Der eiserne Vorhang, die deutsch-deutsche Grenze. Hier entlang sollen die Stay-Behind-Kommandos eingesetzt werden. Bei einem sowjetischen Angriff sollen sie Truppenbewegungen melden und Sabotageakte verüben. Ausgerüstet sind sie von den Amerikanern. Alle Gladio-Strukturen sind in der Frühphase von den Vereinigten Staaten finanziert worden. Es gab ja alliierte Verbote, Waffen zu haben, Funkgeräte zu haben und dergleichen. Das heißt, nur mit einer Genehmigung, mit einer Zulieferung durch die amerikanischen Streitkräfte, namentlich durch das Counterintelligence Corps, konnten diese Strukturen auch bewaffnet werden. Und auch die militärischen Übungen mussten natürlich abgeschirmt werden durch die amerikanischen Streitkräfte, indem man auf großen Truppenübungsplätzen Gladio-Strukturen ausgebildet hat. Vor allem in der Nähe der Grenze zur späteren DDR legen rekrutierte Gladio-Mitglieder Waffendepots an. Darin lagern sie Sprengstoff, Waffen und Funkgeräte für den Tag X, die sowjetische Invasion. Bevölkerung, Regierung und Parlament erfahren davon zunächst nichts. Aber durch eine Anzeige, die am 9. Oktober 1952 im Frankfurter Polizeipräsidium eingeht, drohen Gladio-Aktivitäten erstmals öffentlich zu werden. Es stellt sich heraus, ehemalige Nazis sammeln sich in der rechtsgerichteten Organisation Bund Deutscher Jugend, kurz BDJ, als Teil der paramilitärischen Geheimstruktur in Europa. Etwa 2000 BDJ-Mitglieder werden von den Amerikanern für den Partisanenkampf gegen sowjetische Truppen ausgebildet. Bei deren Invasion sollen sie aber auch gegen mögliche Kollaborateure im Inneren der Bundesrepublik vorgehen. Man ging davon aus, dass Kommunisten in der Bundesrepublik Deutschland den Vormarsch der sowjetischen Truppen durch Aufklärung, durch Sabotageakte und dergleichen unterstützen würden. Man ging auch davon aus, dass es bis weit in die Sozialdemokratie hinein dann so etwas wie Kollaboration mit der sowjetischen Besatzungsmacht geben würde. Und da hat man vorsorglich geplant, diese in Anführungsstrichen unzuverlässigen Elemente zu internieren. Das waren die politisch führenden Köpfe der Kommunistischen Partei. Das waren eine Vielzahl von Sozialdemokraten. Und das reichte hinein bis in die Strukturen am Rande der evangelischen und katholischen Kirche, die aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges heraus gegen jede Form der Wiederbewaffnung waren. Überhaupt war diese ganze Struktur der ersten aufkommenden westdeutschen Friedensbewegung in den Augen der BDJ-Leute natürlich die innenpolitische Gefahr Nummer eins. Ein Skandal. Im hessischen Parlament wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt und sogar im Bundestag schlägt der Fall hohe Wellen. Doch die Amerikaner verweigern jede Aufklärung. And at that time, finally, there was some confrontation. Damals gab es dann schließlich eine Art Konfrontation zwischen der Öffentlichkeit im demokratischen Europa und der militär-geheimdienstlich-politischen Welt der Gladio-Operationen. Manchmal stießen dann diese beiden Welten aufeinander. Aber meistens liefen die geheimen Operationen ohne Zusammenstöße ab. Spuren dieser Gladio-Strukturen sind hier in Waldmichelbach im hessischen Odenwald zu finden. Anfang der 50er Jahre ideales Gebiet für Geheimoperationen. Der BDJ nutzt diese abgelegene Idylle zur Partisanenausbildung. Der Heimatforscher Peter Sattler
hat über Jahre hinweg eine Fülle von Informationen dazu gesammelt und ausgewertet. Da kamen immer so 5 bis 10 Männer, die man nicht kannte. Und im Dorf, da guckt man natürlich danach, wer ist wer. Und das waren Unbekannte. Da ging natürlich gleich das Gerücht rum, da oben im Wald tut sich was. Zumal auch Amerikaner gekommen sind. Heute wissen wir, dass sie die instruiert haben, dass in diesem sogenannten Partisanenhaus Männer ausgebildet worden sind, die man rekrutiert hatte. Und die sollten im Falle, dass die Sowjetunion Deutschland überrollt, im Hinterland als Guerillatruppe aktiv werden. Peter Sattler führt uns zum Ortsrand von Waldmichelbach, da wo die antikommunistischen Kämpfer aus dem BDJ trainiert wurden. Unter den Ortsansässigen war das Gebäude bis zum Abriss als Partisanenhaus bekannt. Es muss also alles sehr geheim gewesen sein. Man sieht ja auch hier, das war das letzte Haus in diesem Talschluss. Es schließt ja gleich der Wald überall an. Das sogenannte Partisanenhaus von Waldmichelbach. Hier und im angrenzenden Stollen wurden Mitglieder des BDJ trainiert. In einem Fernsehbeitrag von 1996 erinnert sich ein Nachbar. Hier befinden wir uns an der Rückseite des sogenannten Partisanenhauses. Hier im hinteren Bereich war der sogenannte Schießstand der Gruppe. Dieser Keller, dieser unterirdische Keller, zieht 10 Meter in den Berg und war also bestens geeignet, um Schießübungen zu machen. Man hat hier also sowohl die Schießspuren am Rand gefunden, als auch die leeren Patronenhülsen. Es ist unverständlich, dass man in einer Demokratie Nazis rekrutieren konnte, die in seiner so frischen, taufrischen Demokratie uns eigentlich neue Perspektiven bringen wollte. Wir verstehen die Amerikaner gar nicht, dass sie sich darauf einlassen konnten. Aber es waren nun mal erfahrene Leute und da hat man natürlich entsprechend zugegriffen. SS-Leute und Wehrmachtsangehörige waren es. Erst 1953 haben die USA die Bundesregierung über den weiteren Aufbau geheimer paramilitärischer Strukturen offiziell unterrichtet. Widerspruch von deutscher Seite gab es nicht. Grund: Seit 1950 wird in der BRD der Aufbau der Bundeswehr vorbereitet. Die Wiederbewaffnung ist aber nur mit einer starken Bindung an die Westallianz möglich, an die USA und die NATO. Ein Konflikt mit den Amerikanern ist wohl schon deshalb von Adenauer nicht erwünscht. Ende der 50er Jahre ist die Aufbauphase der Gladio-Struktur abgeschlossen. Doch der Tag X, er kommt nicht. So, the question. Also hat sich in den 1950er, 60er, 70er Jahren die Frage gestellt, was tun, während man darauf wartet, dass die Russen eine Invasion starten. Was sie in den jeweiligen Ländern taten, war, sie führten geheime politische Kriege und sie setzten Propaganda, Gewalt und psychologische Kriegsführung dabei ein. Geheime politische Kriege? War so etwas in Italien möglich? Seit 1949 ist das Land NATO-Mitglied. Auch hier haben die USA, wie in Deutschland, Stay Behind- oder Gladio-Strukturen aufgebaut. Geheim und von der Öffentlichkeit unbemerkt wird auch hier für eine sowjetische Invasion geplant. Doch für Konservative und Neofaschisten in Italien steht der Feind längst im eigenen Land, die Kommunistische Partei. L'Italia è il paese al mondo. Sicher, Italien ist das Land mit den meisten Mitgliedern in einer kommunistischen Partei. Das einzige demokratische Land, in dem eine kommunistische Partei 1965 30% Wählerstimmen gewonnen hat. Dies hat die internationalen Militärs beunruhigt. 1968. Innenpolitische Spannungen und zunehmende soziale Konflikte sorgen für Unruhe in Italien. Nach der Wahl im Mai wird die Kommunistische Partei zweitstärkste Kraft im Land.
Italienische Neofaschisten planen den Terror. Mit einem Attentat soll die christdemokratische Regierung gezwungen werden, den Notstand auszurufen, um damit die Kommunisten zu verhindern. 12. Dezember 1969. Piazza Fontana, Mailand. Am Nachmittag erschüttert eine gewaltige Explosion das Zentrum der Stadt. Es ist das erste Attentat, das in Italien mit Gladio in Zusammenhang gebracht wird. Hier an der Straßenbahnhaltestelle warten zu diesem Zeitpunkt viele Menschen auf die Weiterfahrt. Ziel des Bombenattentats? Die Landwirtschaftsbank. Sechzehn Menschen werden getötet, 88 verletzt. Die politische Linke wird verdächtigt, aber die Spuren führen sehr schnell zur neofaschistischen Gruppe Ordine Nuovo. Es gab 5 Prozesse zum Attentat auf der Piazza Fontana. Alle endeten mit Freisprüchen für die jeweiligen Angeklagten. Der letzte Prozess endete erst vor 3 Jahren mit einer Verurteilung der Angeklagten. In der Berufung wurden sie dann wieder freigesprochen. Jetzt vor kurzem wurde erneut eine Wiederaufnahme der Untersuchungen beantragt, weil neue Beweise aufgetaucht sind. Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt, 40 Jahre nach der Tat, noch einmal ein Prozess eröffnet wird. Zumindest glaube ich persönlich nicht mehr daran. Die Gerichtsurteile, sie geben wenig her. Aber es ist fundierte historische Wahrheit, dass das Massaker einer Gruppe der Rechtsextremen, der Ordine Nuovo, zugeordnet werden muss. Am 31. Mai 1972 detoniert in dem kleinen Dorf Petteano im Nordosten Italiens eine versteckte Bombe in einem Fiat 500. 3 Carabinieri werden dabei getötet. Wieder das bekannte Muster. In den Untersuchungen wird die politische Linke beschuldigt. August 1980, Bologna. Pünktlich um 10.20 Uhr fährt der Adria-Express auf Gleis 1 ein. Es ist Samstag. Hunderte von Reisenden wollen mit dem Zug in den Süden. Es ist der erste Ferientag in Italien. Im Wartesaal, ebenfalls an Gleis 1, warten fast 100 Menschen auf die nächsten Verbindungen. Um 10.25 Uhr explodiert hier die Bombe. Ein Teil der Bahnhofsfassade stürzt ein. Das Chaos ist unbeschreiblich. 85 Menschen sterben. Ich bin schon einige Male nach Bologna gekommen, um mir diese Bahnhofsuhr anzuschauen, die seit damals stehen geblieben ist. Das berührt mich bis heute. Du fühlst dich quasi wie ein Überlebender einer sinnlosen Tragödie. Etwas, für das es kein Warum gibt. Für das es kein... Es war eine schreckliche Explosion. Der Bahnhof ist in die Luft geflogen. Es war das größte Massaker, das jemals in der Zeit der Republik verübt worden ist. Gott sei Dank. Verglichen mit den 85 Toten gehört meine Tochter zu den 200 Verletzten. Das Ganze ist eine Sache, die, wenn ich davon spreche, mich noch heute berührt. Weil die Verletzten haben diese Erinnerung immer.
egal ob sie wollen oder nicht, oder wie meine Tochter versuchen es zu verdrängen. Aber ich weiß, ich bin die Mutter, ich weiß, dass sie dieses Ereignis nie verdrängt hat. Sie verhält sich heute total zurückweisend gegenüber allem, was mit unserer Vereinigung der Opfer des Bombenanschlages zu tun hat, sich daran zu beteiligen, an den Gedenkveranstaltungen teilzunehmen. Aber dieses Verhalten entspringt diesem Schrecken, der noch in ihr ist, auch nach 30 Jahren. Riflette secondo me questa angoscia che è ancora dentro dopo 30 anni. Wir kamen in Bologna mit einer riesigen Verspätung an. Um 10.40 Uhr sollte unser Zug hier ankommen, aber erst um 12:30 trafen wir hier ein. Und es war niemand mehr da, der uns abholen sollte. Und langsam haben wir verstanden, was passiert ist. Drei Personen, die auf uns gewartet haben, wurden schwer verletzt. Und die Mutter meiner Frau kam ums Leben. Sehr schnell haben wir verstanden. Und unsere Wut war unbeschreiblich. Wir, die wir am Bahnhof geholfen hatten, uns war sehr bald klar, dass es sich um eine faschistische Bombe handeln musste. Dass es sich nicht um ein Unglück, einen Unfall handelte. Es war mein allererster Gedanke. Das war eine faschistische Bombe. Fünfzehn Jahre nach dem Anschlag werden in einem spektakulären Prozess in Bologna zwei Neofaschisten verurteilt. Zwei Mitarbeiter des militärischen Geheimdienstes werden ebenfalls verurteilt, weil sie falsche Spuren gelegt haben, um die rechtsextremistischen Täter vor Strafverfolgung zu schützen. Hinter dem Geheimdienst vermuten die Ankläger Verantwortliche aus dem politischen Machtzentrum Italiens. Sollte mit einem Massaker an Zivilisten konservative Sicherheits- und Ordnungspolitik durchgesetzt werden? Eindeutige Beweise fehlen bis heute. Libero Mancuso war damals bei der Generalanwaltschaft in Bologna mit den Untersuchungen zum Bombenattentat auf den Bahnhof befasst. Schwierigkeiten haben wir jeder Art gehabt. Unter anderem, weil staatliche Stellen versucht haben, die Untersuchungen in die falsche Richtung zu lenken, um die Richter auf eine falsche Fährte zu locken. Und das vom ersten Tag an. Die Untersuchungen wurden mit einer Reihe von, wie wir sie nennen, Depistaggi, also gezielten Indiskretionen, boykottiert. Das Ganze nahm erschreckende Züge an. Und alles hat immer die Unterstützung und Deckung durch unsere Sicherheitsdienste gefunden. Hinter diesen Massakern stand immer eine sehr beunruhigende politische Zielsetzung von ungeheurem Ausmaß. Für die Opfer und ihre Familien ist Paolo Bolognesi das Sprachrohr. Immer wieder fordert er den italienischen Staat auf, alle bislang zum Staatsgeheimnis erklärten Akten freizugeben. Paolo Bolognesi will, dass endlich die wahren, die politischen Hintermänner der Anschläge zur Rechenschaft gezogen werden. Wir haben in Italien 14 Massaker gehabt. Nicht eins, 14. In keinem Fall ist es gelungen, die Auftraggeber aufzudecken. Das sagt doch viel aus über den Umfang der Untersuchungen und die Macht der Geheimdienste, die diese Untersuchungen behindert haben.
Und im Fall Bologna war das genauso. Und das sagt viel über die Fähigkeit der Politik aus, sich der Verantwortung eines solchen Massakers zu verweigern. Doch bei den Ermittlungen zum Anschlag auf die drei getöteten Carabinieri 1972 in Peteano hatte man mehr über die Hintergründe des Attentats erfahren. Venedig 1981. 9 Jahre nach dem Anschlag in Peteano hatte der damalige Ermittlungsrichter Felice Casson eine politische Lawine losgetreten. Er rollte den Anschlag auf die drei Polizisten erneut auf und stieß auf die Existenz und Verwicklung paramilitärischer Strukturen, auf Gladio. Während der Untersuchungen zu Peteano haben wir die Existenz einer geheimen, illegalen Struktur entdeckt. Später haben wir erfahren, dass sie in Italien Gladio, international Stay Behind genannt wurde. Illegal war sie deshalb, weil sie nicht durch die italienische Regierung, nicht durch den Generalstab der Armee, der Streitkräfte und schon gar nicht vom Parlament legitimiert war. Die Ermittlungen brachten Erstaunliches zutage. Der Sprengstoff, der die drei Polizisten getötet hatte, stammte aus einem Gladio-Lager. Es war militärischer Sprengstoff der NATO. Es stellte sich heraus, dass die Verantwortung bei italienischen Neofaschisten lag und dass diese von der Polizei, der Justiz und vor allem von den Geheimdiensten gedeckt wurden. Von da an begann ein kompliziertes und langwieriges Rechtsverfahren, das sich mit allen bisherigen Terroranschlägen in Italien befasste. Man sprach von einer Strategie der Spannung. Die Ermittlungsergebnisse Cassons zu Peteano zwangen den italienischen Ministerpräsidenten, Archive der Geheimdienste zu öffnen. Jetzt zeigte sich, es musste eine Verbindung zwischen Gladio, Geheimdiensten und der Politik geben. Im Herbst 1990 war dann die Existenz von Gladio nicht mehr zu leugnen. Es gab ein Interesse bestimmter politischer Gruppen in den Machtapparaten in Italien, eine soziale, politische und wirtschaftliche Spannungssituation zu schaffen, sodass die Bevölkerung nach Frieden, nach Ruhe, nach Sicherheit und Ordnung rufen sollte. Es war der Versuch, die sozialen und politischen Entwicklungen im Land zu blockieren. Das heißt, diejenigen, die an der Regierung waren, sollten an der Regierung bleiben. Und diese Strategie wurde auch mit Bomben, Attentaten und Morden verfolgt. Haben etwa konservative italienische Regierungen und Geheimdienste Gladio für ihre politischen Ziele benutzt? Auch ein Untersuchungsausschuss konnte darauf letztlich keine klare Antwort finden. Aber diese Angst, die Angst vor dem Kommunismus, vor den Kommunisten, hat sicher dazu geführt, dass Gladio auch in Bologna aktiv war. Es gibt keine Beweise, was jetzt Prozesse angeht. Die Staatsanwaltschaft hat es nicht geschafft, wirklich hineinzukommen, das zu enthüllen, was da wirklich war. Einiges haben wir aufklären können, zum Beispiel beim Anschlag von Peteano. Bei den anderen Fällen ist uns das nicht gelungen. Wir haben noch immer kein vollständiges Bild davon, welche Rolle Gladio gespielt hat. Es gibt heute noch lebende Zeugen, die sich immer noch weigern zu reden. Ich fürchte, wenn sie sterben, werden sie alle ihre Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Aber immerhin, die Ermittlungen Cassons brachten den italienischen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti vor einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dort räumte Andreotti öffentlich ein, Gladio existiert, nicht nur in Italien, sondern in allen europäischen NATO-Staaten und der Schweiz. Europaweit wurde jetzt umfassende Aufklärung gefordert. Welche Spuren hat Gladio in anderen europäischen Ländern hinterlassen? Was wussten die Regierungen? Wie hat Gladio dort operiert? In der Schweiz und Belgien hat es Untersuchungsausschüsse gegeben. Auch sie brachten keine Klarheit.
In Frankreich blieben die Archive verschlossen. Es wird nicht geforscht, es gibt keine journalistische Aufarbeitung. Und auch in der Bundesrepublik verweigert die Regierung die Aufklärung der Öffentlichkeit. Und das, obwohl es Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Gladio und dem Münchner Oktoberfestattentat gibt. Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher, es ist schrecklich. Am 26. September 1980 geht am Haupteingang zum Münchner Oktoberfest um 22.19 Uhr eine Bombe hoch. Freitagnacht. Noch mehr als 200.000 Besucher befinden sich auf dem Festgelände. Es ist der blutigste Anschlag in der deutschen Nachkriegsgeschichte. 13 Tote und 211 zum Teil schwer Verletzte. Schon kurz nach dem Anschlag um 22.20 Uhr sind Polizei und Rettungskräfte vor Ort. Sie versuchen zu helfen, wo sie können. Aber für viele Oktoberfestbesucher kommt jede Hilfe zu spät. Die Explosion der Bombe war so stark, dass sie Menschen in einem Umkreis von 50 Metern tötete und verletzte. Noch heute leiden die Opfer unter den Folgen des Anschlags. Ursula Sasse und ihr Ehemann Siegfried waren zusammen mit ihrem 6-jährigen Sohn in unmittelbarer Nähe dieser Explosion. Sie beschreiben den einen Augenblick, der ihr Leben geprägt hat. Mein ganzer Gedanke war, du stirbst. Das habe ich irgendwie gedacht, ich fühlte so, du stirbst. Und habe mich hingelegt und habe den Arm, wollte ich hochtun. Und also ich habe also unheimlich viel Blut, weil der Arm war durchtrennt, bis, wie man später merkte, bis auf einen halben Zentimeter. Und dann zog er sie an dem Arm, wollte er sie hochziehen. Und ich sehe nur den offenen Mund und den zum Schrei oder im Schrei, das im Schrei verzerrte Gesicht, weil sie ja nicht aufstehen konnte. Der Arm war stark verletzt, der Mund war stark blutig, war die Lippe durchschossen und die Zähne alle rausgeschossen vorne. Das habe ich damals ja nicht mitgekriegt. Ich habe nur gesehen, sie schreit und hat sie dann wieder sanft zurückgelegt, ist mit mir dann zur Straße, also zu dem Platz zurück, hat mich abgesetzt und hat gesagt, wir legen uns hier jetzt hin. Ich legte mich dann auch neben meinen Sohn auf das Pflaster und habe ihm die Kleider so provisorisch die Hose runtergezogen, weil ich sah das Blut aus der Hose raus lief und sah dann aber um das ganze Geschehen, um diesen Platz, eine immer größer werdende Mauer von Menschen, die entsetzt hier sich das Schauspiel betrachteten. Renate Martinez will München damals für längere Zeit verlassen. Aber davor soll es noch mal aufs Oktoberfest gehen, die Wiesnatmosphäre mitnehmen, wie sie sagt. Ich hatte viele Brandverletzungen, die ganze Rückseite der Beine waren kaputt. Ich hatte unzählige Splitterverletzungen. Ich brauchte eine Hauttransplantation, weil ich ein großes Loch am Arm hatte. Also ich dachte die ganze Zeit, dass ich so schwer verletzt bin, weil niemand hinter mir war. Und als 2 Wochen später die Polizei zu mir kam, mit einem Plan voll mit Kreuzchen, da sah ich dann, dass hinter mir verschiedene Kreuzchen waren. Und dann habe ich den Beamten gefragt, was denn das bedeutet. Er hat dann so rumgedruckst und wollte es mir nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, soll das etwa bedeuten, dass all diese Kreuzchen Tote sind hinter mir? Und das hat er dann bejaht. Und das hat mich enorm erschüttert, weil mir ist dann klar geworden, dass ich so leicht verletzt bin, weil andere hinter mir tot waren. Und das hat mir dann enorme Schwierigkeiten bereitet mit der Verarbeitung. Auch Ignaz Platzer ist ein Opfer des Anschlags. Er verliert bei dem Bombenattentat 2 Kinder. Immer wieder zieht es ihn zum Tatort zurück. Eine Kehlkopfoperation erschwert ihm das Sprechen. Da bin ich mal an der Sohn gefunden. Ja, da war Blut. Ich hab nicht gesehen, dass er Loch hat. Da war der Papa. Mir ist kalt. Und dann ist eine Frau oder Mann gekommen, hat den Kuchen genommen und weg. Da habe ich weitergesucht. Da bin ich so vorbei. Bei den Stempel, da ist Stempel, da ist der Brot, da ist Bratwurst.
Und da ist meine Tochter dort geblieben. Da war sie auch geblieben. Da war alles der Rot. Dann habe ich sie auf den Schoß genommen. Da habe ich Lohner, was ist los? Die Eltern. Da hat sie gesagt, Papa, hilf mir, es tut so weh. Da hat sie auch gemacht. Am nächsten Tag, ich war ja nicht mehr im Bett, nichts mehr. Ich habe nur noch geraucht, nur Kaffee geraucht. Ich habe nichts essen gebraucht. Und da ruft einer an bei der Polizei, Platz mitten in der treuen Mietzellung, und der Sohn ist auch tot. Da war mir für mich eine Welt weg. Das waren meine zwei längsten Brigade. Nur zwei Tage nach dem Anschlag scheinen Hintergrund und Täter klar. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Die Ermittlungsbehörden sehen in dem 21-jährigen Gundolf Köhler den möglichen Bombenleger. Köhler ist eines der 12 Todesopfer des Bombenanschlages. In Karlsruhe nannte Generalbundesanwalt Rebmann am Nachmittag Einzelheiten der Ermittlungen und der Untersuchungen am Tatort. Wir nehmen nicht an, beim gegenwärtigen Stand der Ermittlungen, dass Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Die Ermittlungen haben gegeben, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war. Hirne sich ausdenken, ein Fanal. 12. September 2008. Am Ort des Anschlags wird ein neues Denkmal eingeweiht. In seiner Rede bezeichnet Bürgermeister Ude das Attentat als einen Anschlag auf die Demokratie. Deswegen ist das hier kein Gedenkort für eine längst abgeschlossene und nie wiederholbare Gefahr. Nein, auch wenn es 28... Die Ermittlungsbehörden dagegen gehen bis heute von einem Alleintäter aus, der aus persönlichen, nicht aus politischen Motiven gehandelt habe. Ein Widerspruch, mit dem auch Ignaz Platzer bis heute leben muss. Das Bombenattentat hat das Leben seiner Familie zerstört. Sein Sohn Ignaz, damals 6 Jahre, und seine Tochter Ilona, damals 8, starben an dieser Stelle. Und noch immer sind so viele Fragen offen. Münchner Stadtteil Ramersdorf. Hier wohnt der Journalist Ulrich Chaussy. Dass aus dem Oktoberfest-Attentat keine Verschlusssache wurde, ist vor allem ihm zu verdanken. Ohne seine Recherchen wäre das Bombenattentat in den Aktenschränken der Behörden verschwunden. Wie kein anderer hat er auf Ungereimtheiten bei den Ermittlungen hingewiesen und die offizielle Version in Frage gestellt. Ich habe als Reporter beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet und bin auf eine Versammlung gegangen, auf der der Anwalt einiger der schwer verletzten Opfer Werner Dietrich über die Ermittlungen berichtet hat, darüber, dass es nicht gelungen ist, die Hintergründe dieser Tat aufzuklären und dass die Opfer eigentlich, ja, sie wollten wissen, was wirklich geschehen ist, und die behördlichen Ermittlungen, die haben das, so war damals die Aussage, die haben das nicht erbracht. Was geschah wirklich rund um den Abfallbehälter am Haupteingang der Theresienwiese, in dem die Bombe explodierte? Für einen scheint damals sofort alles klar, für Franz Josef Strauß. Der Anschlag, ein Werk von Linksterroristen. Es ist Wahlkampf. Eine Woche später will er sich zum Bundeskanzler wählen lassen. Wichtiges Thema im Bundestagswahlkampf 1980, die innere Sicherheit. Es ist das Lieblingsthema von Franz Josef Strauß, der wie kein anderer für eine eiserne Law-and-Order-Politik steht. Wie kein anderer polarisiert er. Das Oktoberfest-Attentat, 10 Tage vor dem Wahltag am 5. Oktober, heizt die Stimmung noch einmal an. Eine Möglichkeit, aus der sich politisches Kapital schlagen lässt?
Spitzenpolitiker der Union glauben, einen Wahlkampfschlager zu haben. Sie gehen sofort davon aus, dass der Münchner Anschlag die Tat von Linksextremisten der Roten Armee-Fraktion ist. Franz Josef Strauß schießt sich auf den damaligen liberalen Innenminister Gerhard Baum ein. Wir werfen Herrn Baum schuldhaftes Verhalten vor. Schuldhaftes Verhalten einmal, dass er in den letzten Jahren die Nachrichten- und Sicherheitsdienste so demoralisiert, so geschwächt und so entmutigt hat, dass die Beobachtungs- und Aufklärungstätigkeit im Stadium vor der Begehung von Anschlägen erheblich geschwächt, eingeschränkt und weitgehend wirkungslos geworden ist. Offenbar hat Strauß eine Gelegenheit, glaubte eine Gelegenheit gefunden zu haben, mich nun zu erledigen. Ja, und ich habe das, diese Gefahr gespürt, dass das jetzt auf mich zukommt. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich mich korrekt verhalten habe. Also, aber es ist dann so gewesen, dass ich das dann erst nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen aufgelöst hat. Der Vorwurf brach in sich zusammen, als man dann feststellte, woher der Täter kam. Die Münchner Theresienwiese. Jeden Herbst findet hier das größte Volksfest der Welt statt. Das Oktoberfest mit über 6 Millionen Besuchern aus der ganzen Welt. So auch am 26. September 1980, dem Tag des Anschlags. Es ist ein Freitag. Die Bierzelte sind schon mittags gut gefüllt. Die Stimmung ist ausgelassen und fröhlich. Ein warmes, frühherbstliches Wochenende steht bevor. Das schwerste Bombenattentat in der Geschichte der Bundesrepublik nimmt an diesem 26. September seinen mörderischen Lauf. Die Ermittlungen ergaben, der Attentäter Gundolf Köhler ist mit seiner metallicfarbenen Ford Consul Kennzeichen VSDD 500 unterwegs von Donaueschingen in Richtung München. Gundolf Köhler und ein Beifahrer, so Augenzeugen, biegt mit seinem Ford Consul in die Hermann-Link-Straße ein, parkt hier. Am Ende der Straße ist sein Ziel, die Theresienwiese, das Oktoberfest. Gundolf Köhler ist an diesem 26. September nicht das erste Mal in München. Der metallicfarbene Ford Consul ist hier schon ein paar Tage vorher aufgefallen. Eine Generalprobe? Wie jedes Jahr findet während des Volksfestes der traditionelle Trachtenumzug statt. Die Zeugin Nana N. erinnert sich bei der Vernehmung an den Ford mit dem Kennzeichen VSDD 500. Mir fiel halt gleich das Kennzeichen VS auf und deshalb bin ich näher rangegangen, und weil ich dachte, meine Bekannten seien auch auf dem Trachtenzug. Als ich dann in das Wageninnere reinschaute, sind die Leute richtig erschrocken. Die Insassen, 4 Männer und eine Frau, hätten auf der Rückbank etwas zwischen sich stehen gehabt, abgedeckt mit einem schwarzen Tuch. Nachdem Gundolf Köhler sein Auto geparkt hat, geht er zur Brausebadinsel, direkt gegenüber dem Haupteingang zur Theresienwiese. Hier beobachtet einer der wichtigsten Augenzeugen des Bombenattentats die Ereignisse bis zur Explosion von Köhlers Bombe, also fast 1,5 Stunden lang. Frank-Willi Lauterjung, am 24. März 1944 in Oberstdorf geboren, Hotelkaufmann. An diesem Abend ist Lauterjung hier am Brausebad, einem Schwulentreff in München, auf der Suche nach Männerbekanntschaften. Das hier ist die Aussage des Tatzeugen Frank Lauterjung, der Gundolf Köhler sehr genau beobachtet hat auf der Oktoberfestwiese. Und ich habe diese Zeugenaussage mit den beiden Begleitern Köhlers filmisch in Szene gesetzt, sodass man mal sehen konnte, wie naheliegend der Verdacht war, dass diese Tat eine Gruppentat gewesen ist. Ich lese Ihnen mal daraus vor. Gegen 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr abends sah ich in unmittelbarer Nähe des Brausebades
zwischen zwei Parkbänken drei Personen eng beieinander stehen und miteinander reden. Die beiden Begleitpersonen sind mir hauptsächlich wegen ihrer beiden Stiftenköpfe aufgefallen. Außerdem schienen mir die beiden Begleitpersonen ziemlich hektisch zu sein. Ich möchte mich verbessern. Alle drei genannten Personen waren hektisch in ein Gespräch verwickelt. Gundolf Köhler, so zeichnet der Augenzeuge Frank Lauterjung in einer Skizze, überquert den Bavaria-Ring und geht bis zu dem Abfallbehälter am Eingang der Theresienwiese. Kurze Zeit später detoniert die Bombe. Mit einem Flugblatt und Fragen an die Bevölkerung versucht die Polizei, die Tatumstände und den Hintergrund des Bombenanschlages weiter aufzuhellen. Die Behörden bitten um Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, über Gundolf Köhler ebenso wie über seine Begleiter. Außerdem wird nach seinen Aufenthaltsorten und nach seinem Lebenskreis gefragt. Noch in der Nacht des Anschlags Pressekonferenz am Tatort mit herbeigeeilter Politprominenz. Das Bayerische Landeskriminalamt zieht die Ermittlungen sofort an sich. Zwei Tage später wird die Sonderkommission Theresienwiese mit 40 Beamten gebildet. Nach dem Anfangsverdacht einer terroristischen Gruppentat übernimmt kurz darauf die Generalbundesanwaltschaft. Der Herr Stocker hat ja bereits berichtet, was hier an Erkenntnissen vorliegen. Es handelt sich um hochbrisanten Sprengstoff, mindestens im Kilobereich. Hans-Joachim Langemann, damals Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, glaubt jetzt, für Strauß Schadensbegrenzung betreiben zu müssen. Streng geheime Fahndungsdaten waren der Boulevardpresse zugespielt worden. Bild am Sonntag, Quick und andere haben wenige Stunden nach dem Attentat Informationen, die sie nur über Langemann erhalten haben konnten. Im Einsatztagebuch der Polizei zum Beispiel wird der Name Köhlers etwa 10 Stunden nach dem Anschlag um 9.20 Uhr erstmals genannt und an die Sensationsjournalisten weitergegeben. Fast wörtlich wird zitiert. In dieser Situation hat man im Bayerischen Innenministerium die Idee, ausgewählte, handverlesene Journalisten einzuladen und ihnen zum einen darzulegen, dass man also natürlich in Bayern schärfstens die rechtsextremistische Szene kontrolliert habe, und zum anderen ködert man diese Leute, indem man Ermittlungsergebnisse, die sozusagen in Echtzeit anfallen, aus dem Haus herausgibt, mit verheerenden Folgen. Einsatztagebuch der Polizei, 27.09.1980, 10.03 Uhr. Im Fahndungscomputer der Polizei sei festgestellt worden, Gundolf Köhler habe Kontakt zur Wehrsportgruppe Hoffmann gehabt. Der erste ernstzunehmende Hinweis auf eine Gruppentat. Diese Schadensbegrenzung im politischen Sinne hat einen immensen Schaden im kriminalistischen Sinne bei den Ermittlungen angerichtet, weil das Umfeld von Köhler auf diese Art und Weise gewarnt worden ist. Und dass das wirklich so war, kann man daran ablesen, dass der Generalbundesanwalt, der nach der Erkenntnis, dass Köhler Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann war, sofort die Ermittlungen an sich zog in Karlsruhe, eine Nachrichtensperre verhängen wollte, die schon gebrochen war. Er war entsetzt darüber, dass der Name und die Herkunft des mutmaßlichen Beteiligten an diesem Attentat bereits am Abend nach der Tat durch alle Medien gegangen ist. Bereits einen Tag nach dem Anschlag recherchieren die Boulevardjournalisten in Köhlers persönlichem Umfeld in Donaueschingen. Erst 7 Tage später beginnt die Polizei mit ihren Befragungen. Für etwaige Mittäter und Hintermänner viel Zeit, Spuren zu beseitigen und Aussagen abzusprechen. Dann lagen 2 Abschlussberichte vor dieser beiden Behörden, und
das Ergebnis dieser Abschlussberichte lautete, dass da ein junger Mann, Gundolf Köhler, Geologiestudent aus Donaueschingen, diese ganze Tat allein geplant habe, allein durchgeführt habe und dafür ausschließlich persönliche Motive gehabt habe. Enttäuschung vom Leben, Frustration in seinen Beziehungen zu Frauen, Misserfolg im Studium, und er habe sozusagen mit dieser Tat sich selber das Leben genommen und eben andere mitgerissen. Das war in etwa das Ergebnis, das damals die öffentliche Diskussion beherrschte. Überraschend war also aus der Gruppentat eine Alleintäterschaft Gundolf Köhlers geworden, ohne politisches Motiv. Hier eine Fotomontage der Ermittlungsbehörden. Die Einzeltäter-These war in die Welt gesetzt worden, der sich später auch der Generalbundesanwalt anschloss. Gundolf Köhler, so wird es jetzt dargestellt, habe den Anschlag ganz allein geplant und ausgeführt. Er habe dafür ausschließlich persönliche Motive gehabt. Ein einsamer, verwirrter junger Mann mit einem unbändigen Hass auf die Welt. Donaueschingen, am Rande des Schwarzwalds gelegen. Hier ist Gundolf Köhler aufgewachsen, zur Schule gegangen, groß geworden. In Köhlers Heimatort ist Ulrich Chaussy auf Spurensuche gegangen. Er wollte herausfinden, ob das von den Ermittlern gezeichnete Bild des verzweifelten, isolierten, enttäuschten Einzeltäters zutrifft. Ich bin dann hierher gefahren nach Donaueschingen und sehr schnell hat sich dieses dämonische Bild aufgelöst, eher in dieses Bild des sehr durchschnittlichen jungen Mannes, etwas träumerisch, schwärmerisch. Der Mann mit dem Wuschelkopf, wie ihn der eine Zeuge in München beschrieben hat, des Attentats. Und die Recherchen in dessen Lebensumfeld zeigen, viele Indizien sprechen gegen ein privates Motiv Köhlers für den Anschlag. Jemand, der keine sozialen Kontakte hat, der gibt keine Anzeige auf und sucht Anschluss an eine Band, in der er Schlagzeug spielen kann. Und gejobbt für die Ferien mit dem Interrail-Ticket, große Reisen durch Europa unternommen. Dann einen Bausparvertrag abgeschlossen, wenige Wochen vor dieser Tat, in der er sich also von der Welt mit einem großen Knall verabschieden will. Das passt alles nicht zusammen. Das Elternhaus von Gundolf Köhler in Donaueschingen. Nach dem Anschlag wird es vom LKA durchsucht. Im Keller finden die Ermittler Metallspäne, Chemikalien und Werkzeug zum Öffnen von Bomben. Aber sprechen diese Funde für eine Alleintäterschaft? Man geht ja davon aus, dass die gesamte Bombe im Hause Köhler in Donaueschingen gebaut worden ist. Was dafür spricht, ist, dass es Zeugenbekundungen gab, dass zumindest dieser Bombenkörper, der verwendete, tatsächlich in dieser Werkstatt gewesen ist. Die Frage nach dem Sprengstoff aber ist nicht geklärt. Also der verwendete militärische Sprengstoff, von dem sind auch keine Mikrospuren gefunden worden bei der Ermittlung. Es hat von Anfang an große Zweifel gegeben, ob denn solch eine Tat überhaupt technisch, organisatorisch allein durchführbar ist. Hinweise auf eine Verbindung des Rechtsterrorismus zu Gladio, auch beim Oktoberfestattentat. Rechtsanwalt der Opfer ist Werner Dietrich, hier rechts im Bild. Zu viele Ungereimtheiten im Fall des Gundolf Köhler lassen ihn nicht ruhen. Man hätte ja sagen können, wir haben den Köhler, gegen den wird nicht ermittelt, weil er tot ist, aber wir lassen das Ermittlungsverfahren, das lief gegen Hoffmann und andere, nochmal offen, um diese Sache, um auch politisch zu zeigen, wir nehmen diese Vorwürfe oder diese Hinweise, diese Anregungen, dass das eine Tat war, die aus einem organisierten, rechtsradikalen und terroristischen Hintergrund stammt oder stammen könnte, ernst und blenden diesen Aspekt nicht aus. Die Wehrsportgruppe Hoffmann. Eine gewaltbereite, gewalttätige Gruppierung mit einem in Ansätzen auch terroristischen Potenzial.
Die Wehrsportgruppe hatte beste Kontakte in die Neonazi-Szene, auch im Ausland. Das gilt auch für den Bombenleger von München, Gundolf Köhler. Kommando, eine Zeitschrift, herausgegeben von der neonazistischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Sie ist nur 5-mal erschienen, wurde aber europaweit verteilt. Gundolf Köhler, hier auf der Titelseite der Zeitschrift Kommando von 1979. Köhler, der Bombenleger von München, scheint wesentlich enger mit der Wehrsportgruppe verbunden gewesen zu sein, als von den Ermittlungsbehörden dargestellt. Die Wehrsportgruppe Hoffmann. Die gefährliche neonazistische Organisation hatte Zugang zu Waffen und Sprengstoff. Kamen diese aus NATO-Beständen, aus Gladio-Waffendepots? Und dienten die Wehrsportübungen und die paramilitärische Ausbildung der Vorbereitung von Terroranschlägen? Am 30. Januar 1980, 8 Monate vor dem Oktoberfestattentat, war die Wehrsportgruppe Hoffmann durch Innenminister Gerhard Baum verboten worden. Ein umfangreiches Waffenarsenal wurde sichergestellt. Die Tätigkeit der Wehrsportgruppe konnte nicht länger hingenommen werden. Durch ihr spektakuläres Auftreten ist sie in den vergangenen Jahren in besonderem Maße in das Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Sie übt im Gesamt. Also ich habe die Wehrsportgruppe verboten, Anfang 1980, gegen den Widerstand, daran erinnere ich mich genau, des Freistaats Bayern, also des Ministerpräsidenten Strauß, und gegen einige CDU-Innenminister, zum Beispiel im Hinblick auf die Herstellung von Bomben, der Umgang mit Waffen. Das ist ja nur erklärbar, wenn man solche Waffen auch anwenden will. Wir hatten also Sorge, dass aus der Übung ernst wird. Die Äußerungen von Strauß gegen Baum, den einzigen Mann, der wirklich was unternommen hatte gegen die Wehrsportgruppe Hoffmann, wurden oder drohten zum Bumerang zu werden. Strauß hat ja über Hoffmann, den Wehrsportgruppenchef dieser paramilitärischen, mehrere hundert Mann starken Truppe, sich lustig gemacht. Also wenn ein Mann mit der Koppel und dem verlöteten Gewehr im Wald herumspringen soll, dann soll man ihn lassen. Solche Formulierungen waren es. Diese Äußerungen drohten wirklich auf Strauß sehr stark zurückzufallen. Nach einer Razzia im Hauptquartier und der kurzzeitigen Verhaftung Hoffmanns deutet er in einer Fernsehsendung an, dass man ab jetzt auch anders könne. Eine Drohung? Ein Hinweis auf das Oktoberfestattentat ein Dreivierteljahr später? Wir werden zwar jetzt nun diesen Wehrsport in dieser Uniform nicht mehr tun. Wir werden abchecken, was wir noch tun dürfen und was nicht. Aber wir werden wirksam werden und wahrscheinlich in einer wesentlich unangenehmeren Art und Weise. Wenn man glaubt, dass man Menschen mit einer solchen Behandlung dazu bringen kann, dass sie aufgeben und Ruhe geben. Nicht Menschen unserer Art. Wir werden dem Unrecht so lange entgegentreten, bis wir umfallen. Nach dem Verbot tauchen Karl-Heinz Hoffmann und einige seiner Anhänger im Libanon unter. Knallharter Drill für künftige Aufgaben? Die nachweisliche Verbindung des zum Alleintäter erklärten Gundolf Köhler zur rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann wird als für die Tat bedeutungslos erklärt und entpolitisiert. Besonders brisant, die Wehrsportgruppe und ihr Führer Karl-Heinz Hoffmann hatte enge Kontakte zu Heinz Lembke, einem möglichen Gladio-Agenten. Zu den Verbindungen, die Karl-Heinz Hoffmann pflegte, gehörte auch Heinz Lembke. Karl-Heinz Hoffmann hat, das hat man bei einer Razzia gefunden, Pläne ausgeheckt, die nicht zur Ausführung gekommen sind, den Kriegsverbrecher Rudolf Hess, Hitlers Stellvertreter, aus dem Kriegsverbrechergefängnis in Spandau zu befreien. Und in diesem Zusammenhang hatte er mit Heinz Lembke zu tun. Die Spurensuche nach dem möglichen Sprengstoff von München und nach Heinz Lembke führt in die Lüneburger Heide. In der Hochzeit des Kalten Krieges galt der grenznahe Raum zur DDR als wahrscheinlichste Durchbruchstelle sowjetischer Panzerverbände und somit als Operationsgebiet von Gladio oder Stay-Behind-Gruppen.
Im Rathaus der Gemeinde Ebsdorf, unweit der ehemaligen DDR-Grenze, hat der Archivar Manfred Schmidt sein kleines Büro. Er ist so etwas wie das Gedächtnis der Region. Alles zur Geschichte aus der Umgebung wird hier zusammengetragen. Auch zur Forstwirtschaftssiedlung Öchtringen, das zur Gemeinde gehört. Im Oktober 1981 wird dort das größte illegale Waffendepot der deutschen Nachkriegsgeschichte entdeckt. Zufällig durch einen Waldarbeiter. So, hier haben wir eine alte Karte aus den 50er Jahren. Dann zeige ich Ihnen mal, wo das nach Öchtringen geht. Hannstedt, Eizen. Von Hannstedt nach Öchtringen sind das 4 Kilometer. Hier ist eine Waldarbeiterwohnung und ein Förster wohnt in Öchtringen. Und 1 Kilometer weiter am Rande des Süsings oder schon im Süsing drin ist die Waldarbeiterwohnung des Herrn Lemke, der gegenüber seines Wohnhauses in einer ehemaligen Kieskuhle einen Teil der Waffen versteckt hat. Ende der 70er Jahre hat hier Heinz Lemke gewohnt und gearbeitet. Nach seiner Flucht aus der DDR 1959 hatte er sich sofort rechtsextremistischen Vereinigungen angeschlossen. Schon 2 Tage nach dem Oktoberfestattentat, am 28. September 1980, hatte die Polizei nach einem Hinweis aus München die Wohnung von Lemke nach Sprengstoff untersucht, ohne Ergebnis. Die Suche nach möglichen Waffendepots wurde erst 2 Jahre später durchgeführt. Ein Fehler. Hier auf der rechten Seite ist eine ehemalige Sandkuhle oder Kieskuhle. Und hier soll anscheinend... Der Revierförster und der Archivar der hiesigen Gemeinde führen uns zu der Kiesgrube, wo das erste Depot gefunden wurde. Hier an dieser Stelle, unweit des Forsthauses, hatte Lemke zwischen Herbst 1977 und Juni 1978 insgesamt 33 Waffendepots angelegt. Handelte es sich hier um ein Gladio-Lager? Polizei und Bundeskriminalamt nahmen Ermittlungen auf. Zwar brachten sie schnell heraus, wer die Waffendepots angelegt hatte, der 44-jährige Forstfacharbeiter Heinz Lemke, ein gerichtsbekannter Rechtsextremist. Er zeigte der Polizei auch weitere Verstecke. Lemke war am 27. Oktober 1981 festgenommen worden. In Untersuchungshaft hatte er die Waffendepots preisgegeben. Eine Waffen- und Munitionssammlung von höchster Brisanz. 156 Kilogramm Sprengstoff, 230 Kilogramm Sprengkörper, über 13.000 Schuss Munition, 258 Übungshandgranaten, einige Gewehre, eine Maschinenpistole, aber auch hochgiftige Stoffe wie Cyan, Kali oder Arsen waren sorgfältig verpackt im Waldboden verborgen. Eigentlich klar, dass Lemke dieses Waffenarsenal nicht allein beschaffen konnte, doch seltsam. Zwar weiß man einiges über seine Vergangenheit, praktisch aber nichts über seine Hintermänner und Gesinnungsgenossen. 5 Tage nach seiner Verhaftung wird Lemke dann in der Zelle tot aufgefunden. Für den nächsten Tag hatte er angekündigt, nun doch umfassende Aussagen zum Hintergrund der Waffendepots zu machen. War er damit zu einer Gefahr für etwaige Gladio-Hintermänner geworden und aus dem Weg geräumt worden? Der Journalist Eckhard Spoh hat damals zu den Hintergründen von Lemkes Tod recherchiert. Er hat erhebliche Zweifel an der offiziellen Selbstmordversion. Wenn jemand bereit ist, sich zu äußern zu dem, was ihm vorgeworfen wird, wenn er auch in dem Fall ausdrücklich sagt, gegenüber einem Bundesanwalt, den er schon kennt, möchte er sich äußern am folgenden Tag. Und bringt sich dann um, passt das zunächst mal nicht so zusammen. Normalerweise bemüht man sich ja, in Haftzellen Vorsorge zu treffen, dass sich Leute nicht umbringen können. Wieso gab es da dieses Kabel, mit dem er sich umbringen konnte? Welchen Besuch hatte er? Es wurde berichtet, dass er an dem Samstag Besucher gehabt habe, über deren Identität ich nie was erfahren habe. 2 Tage nach dem Tod Lemkes zieht die Generalbundesanwaltschaft den Fall überraschend an sich.
Eine Nachrichtensperre wird verhängt. Ende 1982 werden die Ermittlungen endgültig eingestellt. Wie Gundolf Köhler, der Oktoberfestattentäter, sei auch Heinz Lembke nur Einzeltäter, ein Waffennarr mit rechtsradikaler Gesinnung. Erstaunliche Parallelen. An einem Punkt machen die Erkenntnisse des Generalbundesanwalts stutzig. Sie lassen es vielmehr zumindest möglich erscheinen, dass er von einer verstandesmäßig nicht völlig fassbaren Furcht vor einem russischen Überfall durchdrungen und entschlossen war, den erwarteten Eindringlingen als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand entgegenzusetzen. Zu diesem Zweck könnte er die in den Erddepots gefundenen Kampfmittel gesammelt und vergraben haben. Das, was der Generalbundesanwalt da schreibt, als Einzelkämpfer oder als Führer von Partisanen Widerstand zu leisten, das ist genau das Konzept von Gladio. Also insofern bestärkt der Generalbundesanwalt eigentlich diesen Verdacht. Lembkes Sprengstofflager, Teil der Gladio-Struktur? Stammt der in München verwendete Sprengstoff möglicherweise aus dem Bestand Lembkes? Einem solchen Zusammenhang geht die Generalbundesanwaltschaft nicht einmal nach. Und es gab ja auch ein Ermittlungsverfahren gegen Lembke selbst. Da sind einige seiner Beziehungen zu den Rechtsextremisten und Rechtsterroristen untersucht worden. Kurioserweise spielt das Oktoberfestattentat, also die Frage, ob er da als Sprengstofflieferant in Frage kommt, keine Rolle. Das ist deswegen so erstaunlich, weil zur selben Zeit das Ermittlungsverfahren in Sachen Oktoberfestattentat in der gleichen Behörde, in der Bundesanwaltschaft, geführt wird. Und diese beiden Ermittlungsverfahren enden mit einer Woche Unterschied im November 1982 beide. Doch nicht nur zu Heinz Lembke sind viele Fragen offen. Viele Rätsel und Merkwürdigkeiten bleiben nach der Einstellung der Ermittlungen zum Oktoberfestattentat im November 1982. Zeugen, die plötzlich verstarben. Zeugenaussagen, die im Abschlussbericht nicht mehr auftauchen. Und wichtige Zeugen, die von der Polizei erst gar nicht befragt wurden. Darunter auch ein Mann, der sich später in einer Plattenbausiedlung im hessischen Rottgau selbst tötete. Stefan Wagner, aktenkundiger Neonazi und Unterführer von Karl-Heinz Hoffmann, hat sich nach einem Amoklauf selbst gerichtet. Schwer bewaffnet nimmt er in stilisierter SS-Uniform Geiseln, verfolgt von Polizeischarfschützen, schreit, er sei beim Oktoberfestattentat dabei gewesen, aber lebend werde man ihn nicht kriegen. Wagner hatte enge Kontakte zur rechtsterroristischen Szene, kannte Gundolf Köhler und Heinz Lembke von diversen Wehrsportübungen. Bemerkenswert, die Sonderkommission Theresienwiese hatte zum Münchner Bombenanschlag rund 1800 Personen vernommen, 90 aus dem direkten Umfeld von Gundolf Köhler. Über 1500 Beweismittel wurden gesichert, Expertengutachten erstellt. Stefan Wagner jedoch, so die offizielle Version, sei aus taktischen Gründen nicht befragt worden. Offene Fragen auch beim einzig entscheidenden Augenzeugen Frank Lauterjung. Er hat Gundolf Köhler und zwei Begleiter kurz vor dem Attentat beobachtet. 6 Wochen nach dem Bombenanschlag wird er erneut vorgeladen und revidiert plötzlich seine erste Aussage. Das Motiv dieser Vorladung war, Frank Lauterjung bestimmte Beobachtungen, die er gemacht hat, mit außerordentlich suggestiven Fragestellungen auszureden. Könnte es nicht sein, dass Köhler und diese jungen Männer überhaupt nichts miteinander zu tun hatten? Könnte es nicht sein, dass dieser Koffer, den Köhler bei sich trug, ein Werkzeugkoffer aus dem Auto gewesen ist, der völlig anders aussah? Es ist durch diese suggestive Befragung Lauterjung im Grunde genommen abgerungen worden, dass diese
jungen Männer mit Köhler nichts zu tun hatten? Im Sommer 1982 stirbt Frank Lauterjung überraschend mit 36 Jahren. Damit gibt es den wichtigsten Augenzeugen des Bombenattentats nicht mehr. Ein weiteres Beispiel. Es gab eine Zeugin, die sehr kurz nach dem Anschlag an dem Attentatsort vorbeikam und beobachtet eine merkwürdige Szene, dass eben zwei Männer da stehen und der eine sich mehr oder minder selbst bezichtigt. Helft's mir, ich kann nichts dafür, das habe ich nicht gewollt. Man muss doch unbedingt so einer Aussage nachgehen. Es hat so viele nicht ausgeschöpfte Ermittlungsansätze gegeben. So auch bei dem Fotografen Oswald Baumeister. Am Tag des Attentats probiert er seine neue Kamera auf dem Oktoberfest aus. Nicht weit entfernt von ihm explodiert die Bombe. Danach schießt er die ersten Fotos vom Schauplatz. Einige davon werden veröffentlicht. Ob sie Hinweise auf weitere Tatbeteiligte hätten geben können? Die Polizei hat sich nie dafür interessiert. Also ich habe ganz professionell mehr oder weniger reagiert, also das Denken eigentlich ausgeschaltet und habe einfach gesagt, halbtotale Detail war mir klar, kann ich nicht machen. Ich wollte auch nicht so nah hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es war schon auch dieser komische Moment, was heißt komisch, wo man sich sagt, Mensch, du stehst hier rum und fotografierst, du solltest eigentlich lieber helfen. Und es war aber bei jedem schon jemand. Und als ich zurückkam, habe ich doch irgendwie erwartet, dass an meinem Anrufbeantworter oder bei der Abendzeitung irgendwie von staatlicher Seite her vielleicht mal einer sagt, hey, Sie waren der erste Fotograf am Ort, können wir vielleicht mal den ganzen Film sehen? Weil ich war ja praktisch vor der Polizei da. Und ich hätte es irgendwie normal gefunden, dass die halt sagen, ja, vielleicht ist da irgendwas noch drauf, irgendein Foto, was so unspektakulär ist, dass wir es gar nicht entwickelt haben. Aber, also weiß nicht, ich habe das nicht verstanden, warum die sich gar nicht melden. Jerzy Montag sitzt für die Grünen im Bundestag. Mit anderen zusammen hat er im Herbst 2009 in einer kleinen Anfrage einen umfassenden Fragekatalog zu Gladio ins Parlament eingebracht. Neue Erkenntnisse? Keine. Es ist naheliegend und durch Fakten belegt, dass diese rechtsextremistische, gewaltbereite und gewalttätige Szene vom Verfassungsschutz, von Nachrichtendiensten durchsetzt war, mit V-Leuten durchsetzt war. Und deswegen ist es für die Politik wichtig zu erfahren, in welchem Zusammenhang diese Information und die Führung dieser Leute durch deutsche Sicherheitskräfte und das Attentat selbst in Verbindung steht. Obwohl der mögliche Gladio-Agent Lembke Kontakte zur Wehrsportgruppe Hoffmann hatte, wird diese Spur nicht näher untersucht. Es bleibt bis heute unklar, woher der Sprengstoff für das Münchner Attentat kam. Diese Zusammenhänge heute mit moderner Kriminaltechnik aufzuklären, ist nicht mehr möglich. Auf unsere schriftliche Nachfrage räumt die Generalbundesanwaltschaft ein, dass 1997-98 alle Sachmittelbeweise des Oktoberfestanschlags vernichtet worden sind. Ein behördlicher Routinevorgang, heißt es lapidar. Gab es einen Zusammenhang von Gladio-Strukturen mit dem Oktoberfestattentat? Sollte er vertuscht werden? Die für Geheimdienste zuständige Regierungsstelle und damit auch die Regierungschefs aller Parteien von 1953 bis 90 hatten Kenntnis von dieser Geheimstruktur, nicht aber das Parlament. Es ist eine langjährige Geschichte der Vertuschung und der Verheimlichung statt der Öffnung und der Klärung. Es gab einige parlamentarische Anfragen. Es gab parlamentarische Aktivitäten, auch von uns Grünen im deutschen Parlament, im europäischen Parlament. Aber es gab nie das Bedürfnis oder das Interesse der Regierungen oder der Sicherheitskräfte, mit dieser Vergangenheit reinen Tisch zu machen. Ich erkenne heute überhaupt keine Notwendigkeit mehr,
an einer Geheimhaltung festzuhalten. Transparenz und Öffentlichkeit haben Vorrang bei der geschichtlichen Aufarbeitung dieses Teils der westdeutschen Nachkriegsgeschichte gegenüber fortwährender Heimlichtuerei. Das alles widerspricht dem schönen Bild von der kleinen, sauberen Bundesrepublik Deutschland und widerspricht natürlich auch dem Bild der Republik unter der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer, der ja heute noch nicht nur über den Namen Konrad-Adenauer-Stiftung eine ideologische Leitfigur für die CDU ist. Das Gleiche gilt dann analog für die Aktivitäten von Franz Josef Strauß, der für die Christsozialen eine entsprechende Leitfigur auch heute noch darstellt. Geheimdienste, Rechtsextremisten, V-Leute. Gladio-Strukturen gab es auch in Deutschland. Sind sie den Behörden aus dem Ruder gelaufen? Haben Rechtsextremisten diese Strukturen benutzt, um ihre politischen Ziele zu verfolgen? Fest steht, das Parlament war ahnungslos. Und wie in Italien kann wohl nur eine Öffnung der Archive Antworten bringen. Bis heute wird das verweigert. Offensichtlich sind die Regierungen daran nicht interessiert. Es gibt viele Hinweise, die gegen die offizielle Alleintäterversion beim Oktoberfestattentat sprechen. Vieles weist auf eine Gruppentat hin und macht ein politisches Motiv mit einem rechtsterroristischen Hintergrund wahrscheinlich. Eine Verwicklung der paramilitärischen NATO-Einheit Gladio nicht ausgeschlossen. Doch die Opfer warten seit fast 30 Jahren darauf, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Und sie warten noch immer. Die ganze Tat ist natürlich immer noch eine offene Wunde für sie. Sind die Kinder umgekommen, haben selber schwere Verletzungen gehabt. Und wenn sie überhaupt jemals wieder Frieden finden, was diesen Komplex angeht, dann nur dann, wenn rauskommt, was wirklich gewesen ist. Dass also wirklich rechtsradikale Hintermänner waren und Gundolf Köhler keineswegs ein verehrter Einzeltäter, der aus privaten, individualistischen Motiven gehandelt hat. Die Opfer des Oktoberfestattentats werden mit ihren Erinnerungen weiterleben müssen. Ich weiß nur, dass dann der Herr Strauß mit seiner Familie zu mir ins Krankenbett kam oder da in die Intensivstation. Und von oben herab, muss ich schon mal sagen, sagte, als seine Frau sagte, schau mal, Franz, oder wie sie ihn genannt hat, schau mal, das ist doch ein Elend, worauf er sich so halb wegdrehte und sagte, das habe ich doch alles im Krieg erlebt. Na klar, wir sind ja auch in Bayern. Und das war schon, also bei aller Tragödie fand ich das also schon so typisch. Aber natürlich besteht dieses Interesse um Aufklärung. Ich glaube, man wünscht immer Aufklärung, egal wie ernüchternd vielleicht die Wahrheit im Nachhinein sein möge. Ich wollte eine Gerechtigkeit haben, vor allen Dingen, weil ich diese Einzeltäterthese für absolut unhaltbar halte. Und ich auf alle Fälle wollte, dass die wahren Schuldigen wenigstens zur Verantwortung gezogen würden. Ignaz Platzer hat wohl das schwerste Schicksal des Bombenanschlags auf das Oktoberfest 1980 zu verkraften. Von der ehemals fünfköpfigen Familie lebt nur noch ein Sohn. Ans Grab seiner Kinder geht er seit Jahren allein. Weil ich dann auch ging, über das Ganze, was ich dort ging, mache ich einig. Mach mich untraurig und auch einsam, dann bin ich damit. Warum bin ich da? Warum? Ich hab vier Kinder gehabt, alle vier Dinge dort. Mehr kann doch ein Mensch gar nicht verlieren. Das ist ein eigenes Leben. Die mussten sterben, dass ich weiterlebe wahrscheinlich. Ich fühle mich so danach. Nächste Woche die Kongo-Konferenz von 1885. Europäer bei der Aufteilung von Afrika. Und gleich Frauenleben im Iran. Der Kreis, ein Teufelskreis. Im Spielfilm des im Iran inhaftierten Jafar Panahi.